Der Start für die deutsche Nationalmannschaft in die Europa League Quali war auf jeden Fall geglückt. Mit dem 3:2 gegen die Niederländer konnte man sich schon mal gegen den vermutlich Mitfavoriten aus der Gruppe erfolgreich durchsetzen. Jetzt gab es das Aufeinandertreffen mit Weißrussland. Die stehen nach 2 Spielen noch ohne jeglichen Punkte. Und so war man auch hier favorisiert. Und dann die erste Riesenmöglichkeit in der Frühphase der Partie für Serge Gnabry, der aber an Klimovic scheitert. Da völlig frei auftaucht der abgefälschte Schuss vor die Füße vom bayerischen Spieler, der aber nicht am weißrussischen Schlussmann vorbeikommt. Doch die von Markus Sorg geleitete Elf wollte sich nicht lange damit aufhalten, hier 0-0 zu spielen und hatte dann auch die nächste Angriffsaktion vorbereitet. Und die führte dann auch zum ersten Treffer. 17. Spielminute, Joshua Kimmich mit dem 1:0, das mittlerweile auch schon hochverdient war. Die Weißrussen rund um Alexander Chleb, vielleicht der bekannteste aus dem weißrussischen Aufgebot, hatte nach vorne kaum etwas zu melden. Deutschland hatte das Zepter vollkommen in der Hand und Serge Gnabry mit der nächsten Möglichkeit, den Treffer zu erzielen. Es war ihm aber noch nicht vergönnt gewesen, weil eben Klimovic der einzige war bei Weißrussland, der hier Nationalmannschaftsniveau auf den Platz brachte. Kurz vor der Pause dann nochmal die Gäste. Serge Gnabry nochmal raus zu Kai Havertz gespielt. Der hat die Übersicht. Da ist Kimmich, steckt durch zu Serge Gnabry und jetzt hatte er endlich seinen Treffer. Sein dritter sehr guter Versuch. Endlich konnte er sich belohnen. 35. Spielminute, das standesgemäße und auch hochverdiente 0:2 sorgte dafür, dass die gute Laune bei den mitgereisten Deutschen weiterhin aufrecht erhalten bleiben konnte. Zweiter Durchgang, Eckstoß für Deutschland. Marco Reus tritt ihn rein, dann erstmal rausgeklärt, nur halbherzig. Das Ganze Niklas Süle und Ginter, die Innenverteidiger heute in der Dreierkette, machten das Ganze nochmal scharf. Marco Reus mit einer schönen Körpertäuschung. Doch jetzt standen die Weißrussen im zweiten Durchgang deutlich besser und kompakter in der Defensive, ließen kaum noch etwas zu. Aber nach vorne weiterhin war kaum etwas bis nahezu überhaupt nichts zu sehen. Dann wieder Konteraktion über Gnabry und Marco Reus. Der hat die Übersicht, aber der Pass ist suboptimal gespielt, sodass Gnabry nicht richtig rankommt, dennoch als letzter dran ist. Aber auch kein Eckball zugesprochen bekam. Sieht man hier in der Szene, mit der Fußspitze ist er wohl irgendwie dran. Da ärgert er sich, klar, das hätte der Doppelpack sein können. Er schaltete aber eine halbe Sekunde womöglich zu spät. Konnten die Weißrussen nochmal anschließen und die Partie doch noch mal interessant gestalten. Stasevich über die linke Seite, aber auch das deutlich zu harmlos. Manuel Neuer hält den Ball ganz einfach fest. Ja, zwei Bayern-Keeper mit Ulreich und Neuer im Aufgebot für die beiden Quali-Spiele. Dann nochmal die spektakulärste Szene vielleicht im zweiten Durchgang. Es wurde nicht wirklich gefährlich. Kein wirklicher Torschuss, aber diese Seitfallzieher-Klärungsaktion kurz vor Sané, der sonst eingeschossen hätte, das hatte sich nochmal optisch durchaus gelohnt. Am Ende ist es ein absolut souveränes 0:2, nicht wirklich voller Glanz, aber am ersten Durchgang war wirklich guter Fußball zu sehen. Jetzt muss man da an diese Leistung dann beim nächsten Spiel in Mainz gegen Estland anschließen.